Wir sind hier in Trüben, in der wunderschönen neuen Ferienwohnung, die wir 2019 errichtet haben. Man kann hier wunderbaren Familienurlaub machen, man kann barrierefreien Urlaub machen, weil alles zu ebener Erde ist. Zu den Ferienwohnungen gehört ein großer Reiterhof. Hier stehen aktuell 53 Pferde. Viele Pferde stehen hier in Pension, das heißt, Leute kaufen sich ein Pferd und stellen das hierher und wir kümmern uns um die Pferde. Also, wenn Sie als Familie hier ankommen, dann bieten wir freitags zum Beispiel immer Kinderreiten an. Da haben wir speziell für Kinder abgestimmt ein Reitprogramm. Da ist immer ein Trainer, ein Kind, ein Pferd. Und da fühlen die sich auch ganz wohl, weil es viele Kinder sind, die dann da auch mitmachen. Und die Eltern sitzen gerne dann am Rand, da haben wir so tolle Bänke und da schauen die zu. Und ansonsten machen wir das ganz individuell. Wer hierher kommt und sagt, Mensch, ich möchte mal so ein paar Schnuppertage haben, ich möchte mal Reiten überhaupt kennenlernen oder den Umgang mit dem Pferd, einfach nur mal ein Pferd holen, putzen, führen. Das bieten wir also genauso an, wie wenn jemand sagt, ich möchte gerne zur deutschen Meisterschaft reiten und brauche mal richtig gute Tipps, gute Trainingstipps, weil mein Pferd kann jetzt zum Beispiel keinen Galoppwechsel. Also alle sind hier gerne herzlich willkommen und sind hier gut aufgehoben und wir finden da ganz individuell für jeden was. Viele möchten auch einen Wanderritt machen, habe immer ganz viele Gäste, die gerade auch aus Nordrhein-Westfalen kommen und die möchten gerne den Fleming entdecken und da bieten wir Wandertouren an.